Mädchen aus dem Turnunterricht? Nein, das bin ich. Oh. Wer ist sie und warum kriegt sie ein eigenes Lied? Wer hat denn mein Brotzeit geklaut? Entzückend. Heiliger Topflop, ich hab's geschafft! Ja! Du bist im Quiz-Team? Das Finale ist in Filbert. Wir kriegen dafür eine Woche schulfrei. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Nominierung für das Siebtklässler Schüler-Quiz-Team. Ihr vier geltet als die fähigsten Köpfe eurer Altersstufe. Milo Kamalani, wandelndes Lexikon für überflüssiges Wissen. Ideal für Schülerquizveranstaltungen. Dieter Lederhosen, universelle Kenntnisse in Kalorienkunde. Niki Little, einfach unglaublich. Und Pepper M. Pearson, weil ich mich dann eine ganze Woche lang nicht mit deinen nervtötenden Streichen befassen muss. Pass gefälligst auf. Ich bin doch nur Ersatzfrau. Ich krieg alles spendiert, ohne was dafür tun zu müssen. Da sich unsere langjährige Schülerquiztrainerin Miss Ford zu einem Fortbildungskurs in der Keine Macht den Drogenklinik befindet, hat sich Miss Bladar bereit erklärt, einzuspringen. Viel Glück. Statt zum Turnunterricht zu gehen, werdet ihr einen Monat hier sitzen und pauken. Wenn ihr mich braucht, ich bin drüben in der heißen Bohne auf einen Espresso. Halt, Sie müssen noch einen Teamkapitän bestimmen. Der bist du, kleiner Hals- und Beinbruch. Ihr habt die Frusttante gehört. Ich muss aus euch Schneckenhirnis Blitzschnelldenker machen. Ja, fang um, Milo. Auf geht's, Bukarest, Rumänien, 1,9 Millionen Einwohner. München, Bayern, die Wiege der Weißwurst. Wusstet ihr, dass es in Filbert ein Babyschnuller-Museum gibt? Welcher französische Schriftsteller schrieb die Novellen Die Halskette und Mamsell Fifi? Der Heimatdichter Ludwig Ganghofer? Nein, nein, nein. Guy de Maupassant. Runter. 20 Liegestützen. Und... P.A., tu wenigstens so, als würdest du lernen. Sonst geht mein Image flöten. Hey, ihr drei seid doch die Schnelldenker. Ich bin nur sowas wie ein Ersatzreifen. Wenn ich eines hasse, dann sind es schwitzende, übergewichtige Schüler. Endlich. Little, definiere Osmose. Wir spielen jetzt ein Spiel, das mir meine Mutter beigebracht hat. Jeder, der während der Fahrt quatscht, landet im Kofferraum. Kapisch? Aber wir müssen noch so viel lernen. Also Leute, denkt dran. Solltet ihr Heimweh kriegen, dann flennt gefälligst unter der Bettdecke, damit ihr mich nicht nervt. Nacht. Willkommen beim Bumperton Schülerquiz, gesponsert von der Bump Mineralöl AG. Ich bin Bump, der freundliche Zapfsäulerich. Und so wird es ablaufen. 2 Tage lang K.O.-System. Wer gewinnt, kommt weiter. Wer verliert, fährt heim. Wollt ihr Verlierer sein? Nein! Aber die meisten werden verlieren, denn nur 2 Rateteams kommen ins Finale. Diese grandiose Veranstaltung wird von Kanal 96 live übertragen. Vom Fernsehen? Machen wir heute Abend die hängenden Gärten von Filbert unsicher? Also viel Glück, ihr Superhirne. Und der Bumperton live! Stellt dich auf! Na los, wird's bald! Sommersonnenwende! Alle Schwarze! Filet im Speckmantel mit Bernays-Sauce!
französische Chanson, ne? Edith Piaf! Geschafft! Wir sind im Finale! Wir bleiben noch 2 Tage? Ihr seid Spitzenklasse! Geboren als Kinder rechtschaffener Eltern inmitten der Weizenfelder von Walnut, haben sich die Grimmett-Vierlinge jeden Tag ihrer 12 Lenze mit Allgemeinwissen zugedröhnt. Alpha, Omega! Um sich für die größte aller Herausforderungen vorzubereiten, das Bumperton-Schülerquiz. Also bleiben Sie dran! Danke, das war's, Cherie. Geh mir von der Pelle! Von der Walnut-Klosterschule 3 der fantastischen und phänomenalen Grimmett-Vierlinge sind sie nicht zum Knuddeln. Und von der Hazelnut High School sind auch ein paar Schüler da. Auch wenn jetzt über 1000 Zuschauer an euren Lippen hängen, tut so, als wären die Kameras gar nicht da. Über 1000? Der gesuchte Schriftsteller ist bekannt für Werke wie Die Halskette und Mamsell. Entschuldigt mich. Niki, was hast du denn? Niki! Ersatzgöre, du bist dran. Komm zurück, Niki, du kannst mich nicht hängen lassen! Nächste Kategorie, US-Präsidenten. Welcher Präsident war der Erste? George Washington! Nein, welcher Präsident war der Erste, der im Fernsehen eine Pressekonferenz abgehalten hat? Dwight D. Eisenhower, 34. Präsident, gewählt 1952. Niki, so ein bisschen Lampenfieber haut dich doch nicht um. Morgen bist du wieder fit, wetten? Es gibt kein Morgen, PA. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Und du bist kein Rettungsring. Ja, ich war nicht gerade eine Intelligenzbestie, aber vielleicht könnte ich mit eurer Hilfe weiter. Doch... Es ist völlig unmöglich, dass du in einer einzigen Nacht so viel Lernerkunst damit mir gewinne. Es ist vorbei. PA... Das Quiz ist für uns gelaufen. Von wegen. Ich pauke die ganze Nacht durch und morgen gewinnen wir das Ding. Worauf wartet ihr? Legen wir los. Also nochmal, PA. Welche Störung im unteren Darmtrakt? Ich pack's nicht. Mir schwirrt der Kopf. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Oh doch, du weißt alles. Du hast alles schon mal gehört, im Physik- oder im Geschichtsunterricht. Und dein Gehirn hat es abgespeichert in der Schülerquiz-Ecke. Milo, die Ecke ist vollgestopft mit Rotzröhren-Songtexten. Konzentrier dich. Als dein Teamkapitän werde ich nicht eher ruhen, bis du dir dein Hirn mit Allgemeinwissen vollgepaukt hast. Schaffst du das? Und ob ich das schaffe? Es muss ein besseres System geben, wie man den ganzen Kram unterbringt. Dazu bleibt keine Zeit. Schaff einfach Platz. Wer hat diesen Filbert-Schrott hier abgeladen? Muss sie wirklich wissen, wie man sich die Schuhe zubindet? Hirnfrost. Eine Kunstsprache? Esperanto. Was sind Manatees? Seekühe. Laseroperation am Auge? Laserkeratotomie. Milo, ein Wunder ist geschehen. Wieder richtig? Ich habe es geschafft. Ich habe monatelanges Faulenz in einer Nacht wettgemacht. Ich bin die Königin des Paukens. Und hier ist wieder unser Bumperton. Schülerquiz. Nein, noch nicht. Unsere erste Kategorie. Krankheiten. Eine Störung im unteren Darmtrakt? Dysenterie. Lysergsäure Diethylamid. Agoraphobie. Ja! Vasco da Gama, Baby. Bumpidi bumpidi bum. Woohoo! Und damit hat das Hazelnut-Team die fabelhaften Grimmett-Vierlinge eingeholt. Bleiben Sie dran, gleich kommt die entscheidende Frage. Du hast dich tapfer geschlagen. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Nur kriege ich jetzt langsam Kopfweh. So viele Fakten. Ich erstick gleich in diesen Datenbergen. Das ist der absolute Oberstress. Unsere letzte Kategorie heißt Popkultur. Wie heißt der Leadsänger der legendären Popgruppe Rasende Rotzröhren? Ha! Einfach. Und die alles entscheidende Antwort ist... Augenblick. Ich weiß, wie er heißt. Er heißt... Wo hast du die rasenden Rotzröhren?
Glasröhrendaten hingeräumt, du Dussel. Die habe ich ausgelagert, um Platz für Atomphysik zu schaffen. Ich wusste nicht, wo ich den Krempel reinquetschen sollte. Ich weiß es nicht. Der Sieg geht damit an die fabelhaften Grimmels. Mikrotz! Wie konnte ich das nur vergessen? Reg dich ab, P.A. Ich habe sogar mal meinen Namen vergessen und da sagte ich allen, ich heiße Milo. Aber du heißt doch auch Milo. Klar, seitdem. Hier, der Preis für den zweiten Platz. P.A., wir spielen jetzt schon seit Stunden. Ich vermisse meine Familie. Ich will nächstes Jahr nicht wieder auf den letzten Drücker lernen. Wir spielen jetzt jeden Tag, damit wir nächstes Mal nicht wieder so eine Pleite erleben. Apropos Pleite, hast du für die Matheprüfung morgen schon gelernt? Prüfung? Morgen? Lächerliche 14 Stunden, um 32 Kapitel auswendig zu lernen? Noch eine Ladung Mockerfrosti? Mir reicht's, ich schmeiß den Kram hin. Na! Alterslos, la la la, immer grün. Ich bin ja so froh, dass deine Rollerblades in Reparatur sind. So kann ich mein Spätzchen endlich mal zur Schule fahren. Mom, du kannst mich hier absetzen. Mom, halt an, Mom, lass mich raus. Bis hierher reicht, Mom. Wiedersehen, ja. Schätzchen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, das nervige Hinbringen und Abholspielchen. Es ist das Leid jedes Minderjährigen. Seht euch die scharfe Kiste an. Oh. Oh, Zehntklässler sind ja so cool. Wäre echt cool, einen davon zu kennen. Mich hat einer mal angesprochen. Er hat gesagt, du musst mehr futtern, damit deine Jeans nicht so schlottern, Hühnchen. Hey, P.A., ist dein Cousin Ned nicht in der Zehnten? Ned zählt nicht. Warum siehst du nicht bei dir zu Hause fern? Die Glotze ist im Eimer. Kannst du nicht irgendwas Geistvolles unternehmen? Nein. Ned, möchtest du zwei Kinokarten für Der mit dem Dromedar tanzt? Nein, danke, Tante Lydia. Möchtest du diese pädagogisch fragwürdigen Teenager-Magazine lesen? Nein, danke, Mom. Hallöchen, Ned. Willst du deinem alten Herrn beim Bau eines Modells des versunkenen Atlantis helfen? Nein, danke, Dad. Ich gehe in den Dromedar-Film, lese die fragwürdigen Magazine und baue das versunkene Atlantis. Der Film ist für Kinder ungeeignet, Peppy. Oh, bedauere, Peppa Ann. Aber für diese fragwürdigen Magazine bist du noch zu jung. Tut mir leid, Kleines, aber auf der Schachtel steht geeignet ab 13. Ned, wie kann man nur sein Teenie-Dasein so vergeuden? Oh, apropos Teenager, hast du dir schon überlegt, was du Ned zum 16. Geburtstag schenken willst? Oh, ich werde ihm etwas basteln. Ich kann's nicht glauben, dass mein Neddylein schon süße 16 wird. Ja, und wir schenken unserem Sohn, was sich jeder 16-Jährige wünscht, einen heißen Satz Reifen. Ein Kissen? Mein liebster Cousin, Ned. Sicher bist du schon furchtbar aufgeregt, wo du doch bald Geburtstag hast und so. Ja, ich krieg einen heißen Satz Reifen, aber das läuft noch unter Überraschung. Halt also bitte deine Klappe. Oh, Wahnsinn! Ein heißen Satz Reifen, stark! Bleib schön gemütlich sitzen. Ich geh schon. Hey, P.A., kommst du mit ins Heiß und Fettig? Die machen heute... Ned kriegt ein Auto. Nächste Woche. Ich muss 12 Jahre Cousinenliebe in 7 Tage reinquetschen, damit ich vielleicht mal mitfahren darf. Ja, Niki, ich weiß. Du willst jetzt sagen, dass ich Ned nicht ausnützen soll. Du irrst dich. Ich lass mich auch lieber rumkutschieren. Also schwing deinen Allerwertesten ins Haus und schleim dich ein bei Ned. Höchste Zeit, dass Cousin und Cousinchen ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Oh, schau doch mal. Da sind wir beide im Sandkasten beim Sandkuchenbacken. Das bin ich nicht. Na, logisch. Oh, und hier sind wir beide beim Schwimmen im Lake Tammy. Das ist eine zahnlose Gummiente. Ach, Quatsch. Oh, Mann, oh, das waren noch Zeiten, ha? Huh? Oh.
In ihrem 13. von großem Erfolg geprägten Jahr kehren die Cheese Capades zurück nach Hazelnut, um wie immer vor ausverkauftem Haus aufzutreten. Oh, die Cheese Capades. Die wollte ich schon immer mal sehen, aber ich hab nie Karten gekriegt. Wieso denn nicht? Na klar, weil immer ausverkauft war. Ich würde alles tun, um reinzukommen. Einfach alles. Ja, unsere Mom entwirft die Kostüme für die Cheese Capades. Wieso? Fragst du? Lasst eure Beziehungen spielen. Ich brauche 2 Karten für die Show. Was ist drin? Für uns. Wie würde es euch gefallen, jeden Tag zur Schule gebracht und wieder abgeholt zu werden? Und zwar nicht von den Eltern, sondern von dem Zehntklässler mit eigenem Auto. Toll, 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 toll. Tja, Leute. Wie es aussieht, braucht Jack eine Tanzpartnerin. Ohne mich. Komm schon, Cousinchen, bitte. Wow. Wow. Hey. Elegant. Jack, seine Partnerin über das Eis wirbelt. Autsch, das hat sicher wehgetan. Hallo, Ned. Ich bin gerade dabei, deine Hemden zu bügeln. Was gibt's denn? Ein Dokumentarfilm über Käseherstellung im exklusiven, nur Mitgliedern zugängigen Lichtspielclub? Natürlich kann ich dir Karten besorgen. Nein, mein Daddy ist nicht Mitglied im Lichtspielclub. Oh, was mache ich denn jetzt nur? Ich brauche Eintrittskarten für den Dokument. Er ist der Gründer des Clubs. Dann kannst du mir Karten besorgen. Und wieso soll ich dir den Gefallen tun? Cool, Cousine. Ich revanchiere mich. Das hoffe ich. Wie man Käse macht. Eine Dokumentation im Dolby-Duft. Erster Tag. Eine Bäuerin gewinnt Milch von der Kuh. Spritz, Spritz, Spritz. 206. Tag. Die geronnene Milch wird ausgepresst. 748. Tag. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Das Fasssiegel wurde aufgebrochen. Der Käse ist verdorben. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Nein! Das ist furchtbar, ja. Jetzt müssen Sie den ganzen schönen Käse wegwerfen. Et voilà. Le Soufflé de Fromage in seiner ganzen Pracht. Nur noch 2 Tage bis zum Geburtstag. Du bist sicher schon aufgeregt. Du bist sicher schon aufgeregt wegen des Ge... Weißt du, was ich mir am allermeisten wünsche? Was? Eine Gourmet-Schlemmerei. Wenn ich einen Gourmet-Koch kennen würde, dann könnte ich mir die tollsten Käsegerichte zaubern lassen. Oh. Na, Peppa Ann, ich koche nur für mich und sonst niemand. Aber du darfst dann jeden Tag mitfahren und... Was ist mit Topfi? Im Netz Flitzer ist sicher auch noch ein Plätzchen für Topfi. Ah. Hey, ein Schluck Käse-Cola? Nein. Ich hab für heute Abend eine Gourmet-Schlemmerei organisiert. Sehr gut. Und wer kommt in den Genuss, als meine Tischdame mitschlemmen zu dürfen? Habt ihr doch gesagt, Peppa Ann, ich koch nur für eine Person. Es langt nur für einen. Stell dich nicht so an, Dieter. Klappe einfach noch eine Dose Hundefutter rein und basta. Eine Dose Hundefutter? Warum reißt du mir nicht gleich mein Herz aus dem Leib? Entschuldige mich. Peppa Ann, ich muss jetzt gehen. Ach was, das musst du nicht. Denk einfach an die Fahrt im Flottenflitzer. Dürftig. Wer soll denn davon satt werden? Jetzt reicht's mal! Ich bin Koch und nicht euer Küchendepp! Ich kann dich! Tja, darf sonst noch etwas sein? Na, endlich! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Wer ist mein Lieblings-16-Jähriger? Ha? Wer?
Hey, wo wir jetzt so dicke miteinander sind, könnten wir doch deine heißen Reifen qualmen lassen, ha? Huh? Oh. Hoppla. Hab ich mich jetzt etwa verplappert? Es sollte eine Überraschung werden, aber jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Herzlichen Glückwunsch, mein Sohn. Ein Satz neuer Reifen? Genau die wollte ich. Das ist doch ein Witz, oder? Hey, komm raus und sieh dir meine neuen Reifen an. Nein, danke. Wieso denn nicht? Weil du dachtest, ich krieg ein Auto geschenkt? Du hast es gewusst? Ach, klar. Verzeih mir, dass ich so egoistisch war, Ned. Aber du weißt nicht, was es mir bedeutet, hätte im Auto eines Zehntklässlers zu sitzen. Dann wäre ich für einen kurzen, glorreichen Augenblick die coolste der Schule gewesen. Schwamm drüber, Cousinchen. Ich war in deinem Alter ganz genauso. Wirklich? Mann, aber irgendwie fand ich den Spruch jetzt gut. Und nimmst du mich trotzdem noch mit? Claro. Du hast die ganze Zeit über gewusst, dass ich mich nur anwanzen wollte? Ja. Und wieso hast du nichts gesagt? Naja, weil du mich da nicht so verwöhnt hättest. Oh. Irgendwie fühle ich mich gnadenlos ausgenutzt von dir, weißt du das? Peppa Ann, wieso jagt die ganze Bande hinter uns her? In unserer Stadt wimmelt es nur so von Spinnern. Du solltest Gas geben. Du sollst anhalten, Peppa Ann, bleib hier! Peppa Ann!